Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Und ja, ich durfte vorab Albo testen für die PSVR 2. Das Game ist ja schon lange auf der PSVR erhältlich. Jetzt gibt es am 14. September das Upgrade zur PSVR 2. Ja, die Leute, die es jetzt schon haben für die PSVR, können es als Upgrade für 5 Euro, glaube ich, kaufen. Und die Leute, die Albo noch gar nicht haben, die erhalten das Spiel für, lasst mich nicht lügen, 20 Euro, so wie ich es in Erfahrung bringen konnte. Und ja, also ich werde heute kein Multiplayer-Game zeigen, denn ich finde es einfacher, wenn ich euch einfach nur mal mit den Bots was zeige. Und es gibt einen coolen Zombie-Modus, eigentlich auch Koop, den zeige ich euch auch mal ganz kurz so. Und ja, gehen wir mal ins Bot-Training, würde ich sagen. Und da haben wir zwei Möglichkeiten, Town oder Haus. Ich zeige euch jetzt mal beide Maps und ja, los geht's. So, jetzt geht's los. Also man ist hier relativ schnell tot, das heißt, man muss hier schon aufpassen. Jeder Schuss, den man hier abkriegt, der kann das letzte gewesen sein, was man gesehen hat. Oh, der hat mich erwischt. Ich habe auch jetzt kein schönes Loadout, da muss ich gleich nochmal wechseln. Headshot. Und nach unten. Dann lädt man einfach nach, wenn man so zack, zack. Passiert dann automatisch. Auf jeden Fall bei den Handwaffen hier. Vielleicht, wenn ich sterbe, mache ich mal ein anderes Loadout. Den musste ich aber einschenken. Oh. Okay, Loadout wechseln. Machen wir hier. Wir hatten gerade, glaube ich, diese Version hier. Dann machen wir jetzt mal das hier. Respawn. So. Mit dem Rifle natürlich sehr cool. Also meine PlayStation kommt immer noch nicht so gut klar mit dem Greenscreen. Ja, habe ich jetzt schon wieder gehabt. Ich muss mal ganz kurz. So, ich darf mich nicht zu sehr bewegen. Mal hier lang. Da war einer. Da liegt einer. Da war auch einer. Aber warum liegt er hier? Ist er müde geworden? Ah, okay. Also man sieht hier, wie schnell man hier down ist. Wie schnell man hier die Waffe halt fallen lassen. So. Da konnte man echt gerade gut Kimmel Korn machen. Man kann auch alle möglichen Motion Sickness Sachen einstellen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da hinten ist einer mit einem Scharfschützengewehr, glaube ich. So. Profi lädt nach. Also ich bin in Shootern sehr schlecht. Aber das, glaube ich, brauche ich nicht erklären, sondern das sieht man auch.
Die laufen hier aber schnell. Da ist er wieder. Der lebt noch. Ah. Aber Double K.O., oder? Glaube ich zumindest. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zur anderen Map. So, dann würde ich sagen, machen wir noch mal Haus, bevor wir zum Zombie-Modus kommen. Auch wenn hier jetzt Zombies starten steht, das stimmt nicht ganz. Da ist noch ein bisschen was falsch verlinkt wahrscheinlich. So, jetzt sind wir hier im Haus. Also ich muss sagen, grafisch ist es natürlich nicht das, was die PlayStation VR 2 eigentlich kann, aber trotzdem macht's unheimlich Spaß. Ist halt ein schneller Shooter à la Counter-Strike. Ich weiß, oh, da ist eine Weinflasche. Kann man nicht kaputt machen, okay? Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwie hochkommen kann. Kann ich denn irgendwie klettern? Ach so, okay, jetzt habe ich's. Okay. Man muss einfach springen, das macht man über den Touch. Da ist auch eine Leiter. Zum Leiter greifen, springen. Ah, einfach nur springen und dann hochklettern. Okay, da muss man auch erstmal wissen. Jetzt können wir hier so ein bisschen. Ah, der hat mich. Okay, also so schlecht sind die Bots eigentlich nicht. Oh, jetzt bin ich hier in einer Höhle. Also grafisch ist das nicht schlecht, aber auch nicht wirklich das 9 Plus Ultra. Da merkt man schon ein bisschen, dass das ein Port ist. Weggeballert worden, 6-4, okay. Jetzt gehen wir mal hier gucken. Da hinten war doch gerade einer. Bad Justice. Okay. Okay, von Weitem ist schon gut, dann zählt das nicht mehr so hart. Oh, von wo kann der? Also okay. Ich habe den da irgendwie auf dem Schirm gehabt. Okay, ich würde sagen, gehen wir mal ins Hauptmenü und dann zeige ich euch den Zombie-Modus. So, bevor ich euch den Zombie-Modus zeige, hier auch nochmal das Loadout, was wir anpassen können für die verschiedenen Sachen, die wir so machen wollen. Wir können uns Waffen auch freischalten, ne, mit Rängen und Geldstücken. Wir verdienen Geld und damit können wir dann auch Ausrüstung kaufen. Wie ihr seht, sind das gar nicht so wenige und wahrscheinlich auch richtig harte dabei. Da muss man natürlich ein bisschen was spielen.
Wir können uns auch Charaktere freischalten. Ist auch natürlich cool, dass es sowas hier drin gibt. Und ja, hier haben wir unsere Einstellungen. Hier haben wir die Komfortsachen, ob wir flüssig drehen wollen oder Snap-Turn. Ich habe am liebsten Snap-Turn. Vignette habe ich alles deaktiviert. Das ist ziemlich schlecht. Und in Zielrichtung laufen kann man natürlich auch anhaken. Das muss man wissen, wie man das am liebsten spielen möchte. Wir haben hier auch den Linkshänder-Modus. Vollautomatische Gewehrsteuerung verwenden, halte greifen gedrückt, um die Waffe zu nehmen. Ja, sowas hier, ne? Linkes Auge dominant, also sowas kann man alles einschalten. Und ja, Ton haben wir hier nochmal die einzelnen Sachen, so wie die Steuerung hier so ist. Und das kann man sich dann halt alles in Ruhe mal anschauen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir in Überleben-Modus. Da haben wir drei Karten. Und normalerweise braucht man dafür einen Freund. Wir können es aber auch alleine spielen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und ja, gehen wir mal ins Sanatorium. Die Karte habe ich noch nicht gespielt. Ich habe die eben mal ganz kurz angetestet und bin ich mal gespannt. Also in diesem Modus starten wir mit Messern. Und wir verdienen pro Kill Geld. Und das können wir dann in Shops investieren. Das zum Beispiel ist ein Shop, das kann man auch während des Games machen. Und am Ende einer Runde kommt dann auch noch mal so eine Möglichkeit, was zu kaufen. Lebensenergie, Schild. Und ja, das sollte man auch definitiv machen, um weiter zu überleben. Alleine ist es nicht immer ganz so einfach. Deshalb ist es zu zweit dann halt umso spaßiger. Aber warten wir mal ab, was uns hier so erwartet. So. Nicht ganz so realistisch, wie die sich bewegen. So, das müssen wir jetzt hier halten. Das Ziel. Ja, man könnte sagen, es ist ein Wave-Modus, ne? Es ist kein wirkliches Story-Game. Aber immerhin. Wow. Hier haben wir wenigstens eine Mauer hinter uns. So, wie lange noch? Okay, da oben. So, die Runde ist vorbei. Wir haben geschafft. Wir haben 2640 Punkte. Davon würde ich sagen, kaufen wir ja uns ein bisschen Rüstung. Gesundheit natürlich auch auf Volldampf. Und dann schauen wir jetzt mal, was das hier kostet. 2500. Wir haben 2120. Was kosten irgendwie günstige Knarren? Das wäre doch schon mal nicht schlecht, wenn wir irgendwas hätten. Revolver 57. Und die hier? 1250. Die kaufen wir uns mal. Und ja, so geht es immer weiter. Wir können jetzt was freischalten. Dann wieder killen. Gehen wir mal hier hoch. Ach, hier geht's nicht weiter. Ja, Hunde gibt's auch, wie wir sehen. Teufelshunde. Da gibt es noch große Gegner. So, schnell hier was kaufen. Wenn man dann schnell nachladen muss, kann man auch die Waffe wechseln. Über Knopfdruck. Normalerweise. Muss gleich mal schauen. Eigentlich ging das. Okay, der wechselt die Waffe. Okay, auch gut zu wissen.
So, hier kann man jetzt wieder was kaufen. Natürlich die Rüstung auf Volldampf, Gesundheit voll. Dann kann man noch Granaten kaufen. Selbstwiederbelebung könnte man kaufen. Wir kaufen mal eine Granate. Dann haben wir noch extra Slots, Projektil, reduzierter Schaden von Projektil-Zombie, Sprengstoff. Also alles für die Rüstung. Und dann haben wir hier jetzt aber auch die Möglichkeit, Aufsätze zu kaufen, Bajonett, Laser. Laser ist doch bestimmt nicht schlecht. Hier machen wir mal diese Projektile extra rein und optischer Zoom brauchen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Aber hier so ein Blue Dot. Oh, da ist ein dicker Gegner. Hier müssen wir jetzt natürlich die Stellung halten. Okay, weiterladen. Okay. Sprengstoff-Zombie. Komm, wir machen den mal. Den können wir uns wahrscheinlich noch später freischalten. Kaufen wir noch eine Granate. So, Munition haben wir voll. Die Munition auch. Jetzt schauen wir mal, was wir da noch so kaufen können. Schalldämpfer und unseren Red Dot. Und dann machen wir die so. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich die auf diese Waffe wechsle. Ah, ja, okay. Jetzt hier kann man wechseln. Mal wie das nachher geht. Aber okay. Bleiben wir erstmal hier. Okay, die machen natürlich Spaß, die Dinger jetzt, ne? Die Map ist natürlich ziemlich klein. Komm. Uiuiui. Okay, wir haben nichts Großes hier verbraucht. 10.000. Wir könnten gucken jetzt mal, was wir noch für eine Waffe kaufen könnten. Haben wir irgendwas übersehen? Die Doppelten hier. Die haben wir natürlich noch nicht. Kaufen wir auch nochmal. So. Aber wenn ich hier einmal gewählt habe, kann ich die nicht mehr wechseln. Das ist echt komisch, finde ich. Okay. Okay, jetzt werfen die natürlich auch irgendwas. Jetzt wird es natürlich doppelt hart. Lass mich doch in Ruhe. Na. Okay, die Rüstung haben wir jetzt natürlich
bisschen verloren. Was haben wir noch an? Macheten sind natürlich auch nicht schlecht. So, verschiedenes Schutz. Dann gehen wir jetzt aber nochmal rüber auf. Okay, man kann immer nur zwei Waffen tragen. Das heißt, ich habe jetzt die hier und die Revolver. Da waren die natürlich um einiges besser, die wir eben hatten. Natürlich auch krank hier, ne? So, da haben wir sie wieder. Müsste man hier noch so verbarrikadieren können. Was ist denn hier los? Könnte man auch sich hier verbarrikadieren. Tot. Okay, zeige ich euch jetzt noch mal eine Map. Das Game, das was wir jetzt gerade spielen in Zombie-Modus, ist halt auch nur so, ja, für mal zwischendurch. Es soll halt wirklich ein PvP-Game sein und mehr will es auch gar nicht sein. Aber solche Modis, die finde ich halt immer ganz interessant. So, hier müssen wir uns merken, hier haben wir unsere Shops. Na kommt. Map ist natürlich auch cool gemacht, finde ich. Aber kommt hier was? Das erste. Da. Na kommt. Hier die geheime Bibliothek. Oh, hier haben wir auch ein Sturmgewehr. Was kostet das? 4000, okay. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln, ne? Raketenwerfer. Oder Bazooka 1200. Gar nicht so viel. Und Gott sprach, lasset die Sünden, auch du wirst deinen Frieden finden. Da muss der jetzt was drin sein, oder? Oh yeah! Da werden wir aber gleich mal was kaufen. Da haben wir schon mal was Rüstung. Ja, mehr geht nicht. Okay, hier können wir uns noch nicht leisten. Mehr geht nicht. Wir haben jetzt die Dinger hier schon gekauft. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Was haben wir denn hier so? Ja, hier kann man sich natürlich auch super verschanzen. Zu zweit.
Die Proto für 4200. Ja, jetzt müssen wir langsam mal anfangen, richtig zu metzeln auch, ne? Oh, hier haben wir Giftmüll. Sehr gut. Man kann natürlich auch mit den Waffen schlagen. Ist erlaubt. So, wir müssen aber auf jeden Fall hier mal hin, um was zu schaffen. Puh. Okay, noch sieht's gut aus. Munition eingesammelt. So, sollte gleich geschafft sein. 3400. Ich würde am liebsten jetzt noch sammeln und mir dann gleich was Dickeres holen. Da machen wir erstmal gar nichts. Rüstung holen wir auch nicht. Die zwei sind für den Anfang natürlich auch nicht schlecht. Aber ich will das Schätzchen hier. Die Proto. Darauf sparen wir jetzt. Koste es, was es wolle, Leute. So, kann ich mich jetzt hier auch verschanzen? Das wäre doch eigentlich nice, oder? Hier ist eigentlich ganz gut, auch wenn wir da oben jetzt was zu tun haben. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Fünftausend. Okay. Lauf! Lauf! Hier müssen wir jetzt Tretminen hinlegen eigentlich. Ich habe die Proto. Okay, Ziel gescheitert. Ich habe es nicht geschafft. Ja, Leute, das war
Ja, mein kleines Alvo-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, PvP brauche ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht ja, zocken. Wenn mal ja, Interesse besteht an so einem Abend, Community-Abend, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wenn es da genug Anfragen gibt, können wir das gerne mal machen. So, ja, in der Community, nicht mit anderen Leuten. Weil meistens hat man, also was mich angeht, ich habe meistens bei solchen Games keinen Spaß im PvP-Modus, weil ich einfach zu schlecht bin und da so gute Leute drin sind, ja, dass man meistens reinkommt, tot ist und da machst du auch keinen Bock. Von daher so private Matches mit Leuten, die ganz normales, ja, Casual-Gameplay haben, sage ich einfach mal, macht das natürlich umso mehr Spaß. Ja, Leute, ich kann sagen, also mir gefällt es, ist jetzt nicht das, ja, Mega-Erlebnis meiner Meinung nach. Aber ja, für die Shooter-Fans da draußen, Counter-Strike-Fans da draußen, ist es natürlich super. Es ist ein relativ schnelles, ja, Gameplay im PvP und ja, man hat da mit Sicherheit Spaß. Man muss mega aufpassen, man ist relativ schnell tot. Und ja, ihr habt ja gesehen, was wir hier für Möglichkeiten haben von den Waffen her. Auch was man, wie man die alle so ja, bearbeiten kann. Das ist ganz cool gemacht. Und ja, auf jeden Fall ein cooles Game, hat sehr, sehr ja, viele Fans da draußen, zu Recht. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ja, Like nicht vergessen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.